Das seltsamste Überwachungsvideo, das ich je gesehen habe. Ich arbeite an einer Tankstelle im ländlichen Pennsylvania. Es ist ein langweiliger Job, aber er ist ziemlich einfach und wird ganz gut bezahlt. Vor ein paar Wochen hat ein neuer Mann angefangen. Ich werde ihn Jeremy nennen. Jeremy ist seltsam. Er ist etwa 25 oder 26 und spricht kaum. Aber er hat das gruseligste Lachen, das ich je gehört habe. Meinem Chef und mir ist das auch schon aufgefallen, aber es war nie ein Problem, also können wir nicht viel dagegen tun. Die Kunden haben sich noch nie über ihn beschwert und er hat seine Arbeit immer recht gut gemacht. Zumindest bis vor ein paar Wochen, als die ersten Sachen verschwanden. Mitarbeiterdiebstahl kann in jedem Unternehmen, das Konsumgüter verkauft, ein Problem sein. Und an dieser Tankstelle arbeitet immer nur eine Person. Vor etwa 2 Wochen bemerkte mein Chef, dass wir zu wenig Motoröl hatten. Zuerst waren es immer nur ein paar Behälter, dann ganze Regale und Kisten aus dem Hinterzimmer. Schon bald waren ganze Lieferungen am nächsten Tag verschwunden, und zwar immer direkt nach Jeremys Schichten. Mein Chef hat die Aufnahmen der Überwachungskameras von jeder einzelnen Nacht, in der er gearbeitet hat, überprüft, aber er konnte ihn nie auf frischer Tat ertappen. Jeremy schloss nach Feierabend ab und am nächsten Tag war das Motoröl weg. Normalerweise nimmt mein Chef die Bänder mit nach Hause, um zu versuchen, Jeremy beim Stehlen zu erwischen, aber seine Tochter hatte gestern Abend ein Softballspiel, also bat er mich, das Band für ihn anzusehen. Er bot mir an, die Überstunden unter der Hand zu bezahlen, also habe ich dieses Angebot natürlich angenommen. Es gibt 3 Kameras, also gab er mir 3 verschiedene Bänder zur Überprüfung. Ich dachte mir, dass es eine lange Nacht werden würde, aber ich versuche für den Urlaub zu sparen, also brauchte ich das Geld wirklich. Ich nahm die Bänder mit nach Hause, steckte sie in einen alten Videorekorder und lehnte mich zurück. Vor 2 Tagen, das letzte Mal, dass er arbeitete, begann Jeremy um 16 Uhr. Zunächst schien alles ganz normal zu sein. Er zählte seine Kasse nach, tauschte sich mit dem Mädchen aus, das vor ihm arbeitete, und wartete auf einen Kunden. Die erste Person, die hereinkam, war Mrs. Templeton. Der Zeitstempel auf dem Video zeigte 4.03 Uhr. Eine Stammkundin. Sie nahm ihre Zigaretten und eine Zeitung mit und bezahlte mit einem 20er. Es war nichts Ungewöhnliches. Der nächste Kunde war ein Einheimischer namens Ron. Er fährt ein Motorrad und kommt normalerweise alle paar Tage vorbei. Er tankte, kaufte eine Tüte Beef Jerky, bezahlte mit seiner Kreditkarte und ging wieder. Der nächste war ein Typ mit einem Cowboyhut. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Aber wie an jeder Tankstelle kommen auch hier viele Fremde vorbei. Er tankte Diesel im Wert von 40 Dollar, bezahlte mit einem 100-Dollar-Schein und ging weiter. Ich lehnte mich zurück und seufzte. Das Einzige, was noch langweiliger ist, als diesen Job zu machen, ist jemand anderem dabei zuzusehen. Das Angebot meines Chefs reichte jedoch aus, um mich zum Zuschauen zu bewegen, also ließ ich das Band an. Alles schien ziemlich normal zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass Jeremy, wenn er Motoröl stahl, wusste, dass wir ihn inzwischen verdächtigen. Ich hatte nicht erwartet, dass er so dumm sein würde, sich von uns filmen zu lassen. Die Dinge blieben langweilig und routinemäßig bis etwa 5 Uhr. Um 17.03 Uhr kam Mrs. Templeton wieder herein. Sie musste etwas vergessen haben. Aber das hat sie nicht. Sie kaufte die gleiche Zigarettenschachtel wie zuvor und die gleiche Zeitung. Sie bezahlte mit einem weiteren 20er. Das ist seltsam, dachte ich, aber sie ist ja auch ein wenig geistesabwesend. Ich dachte, Jeremy hätte ihr sagen sollen, dass sie ihre Zigaretten schon bekommen hat. Aber es ist ja nicht verboten, jemandem das gleiche 2-mal zu verkaufen. In dem Moment kam Ron wieder herein. Er kaufte eine weitere Tankfüllung und dieselbe Packung Trockenfleisch. Er bezahlte wieder mit seiner Kreditkarte. Keine große Sache. Ich dachte, das sei nur ein seltsamer Zufall. Mrs. Templeton ist vergesslich und Ron besitzt wahrscheinlich mehr als eine Harley.
In dem Moment kam der Typ mit dem Cowboyhut wieder herein. Ich spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief. »Hol jetzt bloß keinen Diesel«, flüsterte ich an mein leeres Wohnzimmer. Aber er tat es. Er kaufte Diesel im Wert von $40 und bezahlte mit einem weiteren $100-Schein. Jeder Schritt, den er machte, war derselbe wie bei seinem ersten Besuch, bis hin zu der Art, wie er sich an der Nase kratzte, bevor er den Laden verließ. Entweder ist dieser Typ reich, besitzt eine Menge Lastwagen und ist gerade in die Stadt gezogen, oder es ist etwas wirklich Bizarres passiert. Ich beobachtete ihn weiter. In der nächsten Stunde war jeder Kunde derselbe wie zuvor. Ich war wirklich erschrocken und dann um 18.03 Uhr kam Mrs. Templeton wieder herein. Sie kaufte wieder ihre Zigaretten und ihre Zeitung und bezahlte wieder mit einem 20er. Ich dachte, ich würde gleich durchdrehen. Ich sah mir noch eine halbe Stunde an, bevor ich begann, den Rest vorzuspulen. Es war immer das Gleiche. Jeder Kunde kam genau zu denselben Zeiten, in Abstand von genau einer Stunde. Ich weiß, was du jetzt denkst. Dieser hinterhältige Mistkerl Jeremy hatte an den Bändern herumgefuscht. Er hatte die erste Stunde deines Geschäfts in einer Schleife wieder und wieder abgespielt. Das war aber nicht der Fall. Um den Kassenbereich herum gibt es Fenster, die von der Kamera verdeckt werden, und ich beobachtete, wie das Sonnenlicht mit der Zeit schwächer wurde. Jeremys Routine wiederholte sich nicht. Er fegte, wischte, füllte seine Vorräte auf und erledigte alle seine Aufgaben genauso, wie man es erwarten würde. Aber es kamen immer wieder dieselben Kunden herein. An diesem Punkt geriet ich in Panik. Irgendetwas stimmte mit dem, was ich sah, nicht. Und ich hatte keine Erklärung dafür. Ich sprang zu dem Zeitpunkt, wo er abschloss und zu seinem Auto ging. Er hatte nichts gestohlen, aber ich sah weiter zu, nur um sicher zu gehen. Ich spulte ein letztes Mal vor, bis etwa Mitternacht. Um genau 0.03 Uhr tauchte aus dem Nichts Jeremys Gesicht in der Kamera auf. Ich meine nicht, dass er seinen Kopf ins Bild bewegt hat. Ich meine, dass in der einen Sekunde der Laden leer war und in der nächsten Sekunde nur noch sein Gesicht zu sehen war. Er schaute nicht in die Kamera. Er schaute mich an, da war ich mir sicher. Ich schrie und tastete nach der Fernbedienung. Als ich sie ergriff, war er genauso schnell wieder weg, wie er gekommen war. In einem Bild war er noch da, im nächsten nicht mehr. Meine Hände zitterten wie verrückt. Aber ich legte ein weiteres Band ein. Die andere Innenkamera zeigt den hinteren Bereich neben der Kasse und ich würde sehen können, wie er aufstand, um sein Gesicht so in die Kamera zu halten. Ich spulte zu 0.03 Uhr vor, aber da war nichts zu sehen. Auf diesem Band hätte ich ihn auf einem Stuhl oder so stehen sehen können, aber er war nicht da. Ich habe nicht gesehen, wie er den Laden betreten hat, nachdem er gegangen war. Es ist, als wäre er nicht wirklich da gewesen. Er kennt den Sicherheitscode nicht und in dieser Nacht wurde kein Alarm ausgelöst, nachdem er abgeschlossen hatte. Was ich jedoch sah, war, dass um 0.03 Uhr das Motoröl aus dem Regal verschwand. Und zwar alles. Genauso wie Jeremys Gesicht, in der einen Sekunde war es noch da und in der nächsten nicht mehr. Ich schaltete das Band aus und ging ins Bett, aber ich habe kein Auge zugetan. Mein Körper ist jetzt erschöpft, aber mein Geist rast. Dieses Video war zweifellos das gruseligste und beunruhigendste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich muss in ein paar Stunden arbeiten. Mein Chef hat mich gebeten, die Bänder mitzubringen und ihm mitzuteilen, was ich gefunden habe. Aber was zum Teufel soll ich sagen? Jeremy arbeitet heute Abend die Nachtschicht direkt nach mir. Und der Plan ist, dass mein Chef kurz vor meiner Abreise reinkommt und ihn mit mir konfrontiert. Ich habe keine Ahnung, was ich tun werde. Ich nehme an, dass ich meinem Chef die Bänder zeigen muss, aber ich will sie nicht mit ihm zusammen ansehen. Ich möchte so etwas nie wiedersehen. Das Bild von Jeremy, wie er direkt in die Kamera lächelt, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das war der gruseligste Blick, den ich je auf dem Gesicht eines anderen Menschen gesehen habe. Wie auch immer, ich werde noch einmal versuchen, in letzter Minute etwas Schlaf zu bekommen,
bevor ich mich um das hier kümmern muss. Ich werde euch wissen lassen, was passiert. Update 14.49 Uhr. Ich schreibe von meinem Handy aus, entschuldige mich im Voraus für Fehler. Mein Chef hat sich gerade die letzten Bänder angesehen. Ich habe ihm gesagt, was ihn erwartet, aber auf so etwas kann man niemanden wirklich vorbereiten. Er hat eine scheiß Angst, ich auch. Und Jeremy soll um 16 Uhr kommen. Wir haben etwas mehr als eine Stunde Zeit, aber keiner von uns weiß, was wir ihm sagen sollen. Ist er nur ein abgefuckter Typ, der keine Motoröl klaut und Leute zu Tode erschreckt? Oder ist er etwas anderes? Ich weiß nicht, ob das verrückt ist, aber glaubt jemand, dass er etwas mit der Zeitschleife zu tun haben könnte? Mein Chef sagte, dass er so etwas auf den anderen Bändern nie bemerkt hat, aber die Art und Weise, wie er in diesem Band auftaucht, lässt mich glauben, dass er wusste, dass ich es mir ansehen würde. Es war, als ob er wollte, dass ich sehe, was er kann. Als ob er damit angeben wollte oder so. Die Art, wie er in die Kamera lächelte, war wie ein kleines Kind, das einem eine Sandburg zeigt, die es gerade gebaut hat oder so. Ich weiß nicht. Ich klinge wahrscheinlich verrückt. Ich fühle mich auf jeden Fall dazugehörig. Ich werde noch einmal mit meinem Chef sprechen. Wir müssen uns beruhigen und herausfinden, wie wir damit umgehen. Ich werde mich heute Abend wieder melden, aber ich habe ein wirklich schlechtes Gefühl, was den weiteren Verlauf angeht. Update 16.33 Uhr. Kein Zeichen von Jeremy. Ich habe versucht, ihn anzurufen, aber seine Telefonverbindung wurde unterbrochen. Wir rufen die Polizei an. Update 17.33 Uhr. Keine Spur von Jeremy. Wir haben versucht, ihn anzurufen, aber seine Telefonverbindung wurde unterbrochen. Wir rufen die Polizei an. Update 18.33 Uhr. Keine Spur von Jeremy. Wir haben versucht, ihn anzurufen, aber seine Telefonverbindung wurde unterbrochen. Wir rufen die Polizei an. Update 19.33 Uhr. Keine Spur von Jeremy. Wir haben versucht, ihn anzurufen, aber seine Telefonverbindung wurde unterbrochen. Wir rufen die Polizei an. Update 20.33 Uhr. Keine Spur von Jeremy. Wir haben versucht, ihn anzurufen, aber seine Telefonverbindung wurde unterbrochen. Wir rufen die Polizei an. Update 22.58 Uhr. Heilige Scheiße. Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe meine vorherigen Updates gesehen. Die Dinge machen jetzt weniger Sinn als je zuvor. Hier ist, was ich euch sagen kann. Ich bin zur Arbeit gegangen. Jeremy ist nicht aufgetaucht. Mein Chef und ich haben beschlossen, die Polizei zu rufen, wie ihr ja wisst. Aber als ich den Hörer abnahm, um anzurufen, ging die Sonne unter. Ohne Scheiß, das dachte ich auch. Offenbar war ich genau 5 Stunden lang ohnmächtig, denn als ich auf die Uhr sah, war es 21.33 Uhr. Ich glaube, ich war in Jeremys Zeitschleife gefangen und bin dann genau zu dem Zeitpunkt, als ich ohnmächtig wurde, wieder herausgefallen, wenn das Sinn macht. Aber dann wurde es wirklich seltsam. Mein Chef war direkt neben mir, als ich ohnmächtig wurde, bereit, meine Geschichte bei der Polizei zu bestätigen. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich das Telefon in der Hand, aber es war tot. Nicht einmal ein Freizeichen. Mein Chef war immer noch da, aber er bewegte sich nicht. Er stand auf, aber er war wie erstarrt. Ich schaute wieder auf die Uhr und sie bewegte sich nicht. Der Sekundenzeiger blieb auf der 12 stehen. Es war genau 21.33 Uhr. Die Uhr auf der Kasse bewegte sich auch nicht. Mein Telefon war eingefroren. Es stand sogar ein Kunde an der Kasse und wartete darauf, dass mein Chef ihm Zigaretten holte. Ich wette, das war seine 5. Schachtel an diesem Tag. Ich habe mich aus dem Staub gemacht. Ich habe nicht abgeschlossen, das Licht nicht ausgeschaltet. Und tut mir leid, Leute. Ich habe die Überwachungsbänder nicht mitgenommen, um sie ins Internet hochzuladen. Glaubt mir, das war das Letzte, woran ich gedacht habe. Die Tankstelle liegt an einer Hauptverkehrsstraße und entlang der Straße waren überall Autos geparkt. Aber sie waren nicht wirklich geparkt, sondern eingefroren.
Die Menschen darin saßen still wie Wachsfiguren. Ich stieg in mein Auto und betete, dass es anspringen würde. Zum Glück tat es das. Etwa auf halbem Weg nach Hause begann die Zeit wieder zu laufen. Das Rauschen des Radios verwandelte sich in Musik, so wie es sein sollte. Und soweit ich dem Moderator zwischen den Liedern zuhören konnte, bemerkte niemand das Einfrieren der Zeit oder was immer es war. Ich war der Einzige. Nun, ich bin sicher, Jeremy hat es auch bemerkt. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo er ist oder was er tut. Ich verstecke mich in meinem Zimmer und rufe morgen früh wieder die Polizei. Ich weiß nicht, ob ich jemals zu ihnen durchgedrungen bin und wenn ja, ob sie mich ernst genommen haben. Ich habe im Moment Angst um mein Leben. Ich werde morgen aktualisieren, wenn ich kann. Letztes Update, 10.33 Uhr. Ich bin letzte Nacht gegen 4 Uhr endlich eingeschlafen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich schätze, die Erschöpfung hat mich endgültig überwältigt. Heute Morgen bin ich aufgewacht, weil mein Telefon geklingelt hat. Es war mein Chef. Er hatte mich seit etwa 6 Uhr angerufen. Er wachte auf, als die Zeit letzte Nacht wieder losging und rief sofort die Polizei. Sie kamen vorbei, um zu sehen, was los war, und er erzählte ihnen alles. Die Polizisten hier in der Gegend sind allesamt kleinere Dorfbullen. Sie waren eher wegen des fehlenden Motoröls beunruhigt, aber mein Chef meinte, er würde es hinnehmen, solange er ihre Aufmerksamkeit hatte. Sie beschlossen, nach Jeremy zu suchen. Wir bewahren alle Bewerbungen unserer Mitarbeiter in den Akten auf, und da Jeremy gerade erst angefangen hatte, hier zu arbeiten, war seine leicht zu finden. Sie überprüften die Adresse darauf und fuhren zu seinem Haus. Du wirst nicht glauben, was sie gefunden haben. Die Adresse, die Jeremy auf seiner Bewerbung angegeben hatte, war ein leeres Grundstück. Oder zumindest ist es das jetzt. Früher stand dort ein Haus, aber es brannte 1993 ab. Da es sich um eine Kleinstadt handelt, erinnert sich fast jeder an dieses Feuer. Damals lebte dort eine vierköpfige Familie. Es wird gemunkelt, dass sie einen entfremdeten Sohn hatten, über den sie nie wirklich gesprochen haben, aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob das stimmt. Was ich sagen kann ist, dass das Feuer nach einer Untersuchung der Versicherung als Brandstiftung eingestuft wurde. Das gesamte Haus wurde in Öl getränkt und mit einem Molotow-Cocktail in Brand gesetzt. Die gesamte Familie schlief, als es passierte. Keiner von ihnen überlebte. Der Täter wurde nie gefasst. Man munkelt, dass der entfremdete Sohn nicht auffindbar war, als man versuchte, ihn zu kontaktieren. Jedenfalls rief mich mein Chef an und erzählte mir das, und ich flippte aus. Dann bat er mich, zur Tankstelle zu kommen. »Sind Sie verrückt?«, sagte ich, aber er versicherte mir, dass die Polizisten bei ihm seien. Dann ließ er eine Bombe platzen. Das FBI sei auch in der Stadt und sie würden so oder so mit mir reden, also könnte ich genauso gut mitkommen. Es war etwa 7.15 Uhr und ich wollte wieder ins Bett gehen, aber ich dachte mir, dass ich sowieso nicht mehr viel schlafen könnte, also ging ich hinunter. 4 Männer in Anzügen begrüßten mich und baten mich, Platz zu nehmen. Wir gingen alles 2 oder 3 Mal durch, bis sie alle Details im Kopf hatten. Ich erzählte ihnen von Jeremy, dem Überwachungsband, der letzten Nacht auf der Arbeit. Einfach alles. Schließlich, als ich fertig war, sagte einer der Agenten: »Oh Gott, wir haben schon wieder einen am Hals.« Dann musste ich einen Haufen Papiere unterschreiben, in denen stand, dass ich niemandem erzählen würde, was passiert ist, also kann ich nicht viel mehr sagen. Ich könnte schon gegen das Gesetz verstoßen, wenn ich das hier poste. Jetzt bin ich also zu Hause. Ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Die Worte des Agenten, als ich ihm die Geschichte erzählte, werden mich für den Rest meines Lebens verfolgen. Wie auch immer, ich muss los. Ich muss heute noch ein paar Besorgungen machen und dann muss ich zur Arbeit, um ein paar Bänder abzuholen. Mein Chef und ich glauben, dass dieser neue Kerl Jeremy Motoröl stiehlt und ich muss mir die Überwachungsvideos ansehen, um zu sehen, ob ich ihn dabei erwischen kann. Ich habe Besseres zu tun, aber mein Chef bezahlt mir Überstunden unter der Hand
und ich versuche, für meinen Urlaub zu sparen, also könnte ich das Geld gut gebrauchen. Es sollte ziemlich einfach sein. Das Öl verschwindet immer gleich nach seinen Schichten. Ich denke, ich schaue mir einfach die Bänder an, erwische ihn auf frischer Tat und das war's.